Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir als CDU-Fraktion werden der Empfehlung des Ministers sehr gerne folgen und diesen Antrag auch zum Abschluss der Debatte dann ablehnen. Beim ersten Lesen des Antrages habe ich mich gefragt, wer wird für die Fraktion der Grünen diesen Antrag einbringen? Ich habe also fest damit gerechnet, dass es Frau Gajek sein wird als arbeitsmarktpolitische Sprecherin. Da dem Antrag bildungspolitische Inhalte und auch das, was wir heute gehört haben, also bildungspolitische Inhalte nur in sehr geringem Umfang zu entnehmen sind. Die Debatte hat jetzt auch gezeigt, bei dem, was bisher gelaufen ist, es geht A, so ein bisschen versteckt um die Mindestlohndebatte, man traut es sich nicht ganz so konkret auszusprechen. Es geht um finanzpolitische Probleme und am Ende der größte Bestandteil sind dann noch Rechtsfragen, also insofern hätte man drei Sprecher zur Auswahl gehabt, den rechtspolitischen, den finanzpolitischen oder auch den arbeitsmarktpolitischen Sprecher. Aber gut, man hat sich dann für die bildungspolitische Sprecherin entschieden und das ist ja auch gut so. Und ich möchte dann zu Beginn dieser Debatte auch die bildungspolitische Sprecherin der Grünen dann zum eigentlichen Thema, nämlich Ganztagsschule, sinnvolle Verbesserung des Ganztagsschulangebotes, dann auch mal zitieren. Das ist also eine Pressemitteilung vom 28.01. dieses Jahres. Die Überschrift habe ich gerade verlesen. Frau Berger sagt Folgendes. Es ist gut, dass der Bildungsminister die Notwendigkeit zur besseren finanziellen Ausstattung des Ganztagsangebots erkannt hat. Die flexibleren Einsatzmöglichkeiten der Ganztagsmittel für die Schulen halten wir für einen richtigen Schritt. Die erleichterte Zusammenarbeit mit Personen aus Bereichen wie Kunst und Kultur, Sport und Jugendarbeit kann das Ganztagsangebot sehr bereichern und die Beziehung zwischen den Schulen und den Freizeit-, Kultur- und Bildungsinstitutionen vor Ort stärken. Diese neuen Möglichkeiten sind bei den freien Trägern allerdings noch weitestgehend unbekannt. Sowohl die Schulen als auch die künftigen Anbieter müssen nun so bald wie möglich sinnvoll vernetzt werden. Diese Pressemitteilung aus dem Januar strotzt so nur so von Lob. Man beschäftigt sich gar nicht mehr mit dem Ob, weil man sagt, jo, das ist eine gute Maßnahme. Da waren wir auch damals sehr erfreut drüber, Frau Berger. Ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck gehabt, Sie haben jetzt noch so versucht, das Haar in der Suppe zu finden auf Themengebieten, die ich angedeutet habe, Finanzen, rechtliche Dinge oder Arbeitsmarktpolitik. Und deswegen enttäuscht es mich etwas, dass Sie eigentlich diesem Weg nicht gefolgt sind und gesagt haben, bildungspolitisch ist das eine sehr gute Maßnahme, die wollen wir jetzt als Opposition begleiten und zu einem vollen Erfolg führen. Und da will ich Ihnen sagen, wenn wir das mal etwas politisch betrachten, dann dieses Thema, dann möchte ich auch gerne noch mal zitieren, weil ich glaube, hier steckt eine völlig neue Qualität drin, unsere Koalitionsvereinbarung Ziffer 199. Die Koalitionspartner bekennen sich zur Weiterentwicklung der gebundenen Ganztagsschule auf der Grundlage des bestehenden Schulgesetzes. In diesem Zusammenhang ist auch die bisherige Zusammenarbeit zwischen Grundschulen und Horten zu verbessern. Vereine, und jetzt kommt, wie gesagt, diese neue Qualität, Vereine aus den Bereichen Jugendarbeit, Sport, Kultur, Bildung oder Umwelt, die Landesförderung erhalten, sollen künftig verstärkt Angebote in Ganztagsschulen unterbreiten. Die Koalition wird die hierfür nötigen rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen. Das will ich deutlich an dieser Stelle sagen. Dieser Passus, dass wir externe Partner in diesen Prozess mit einbeziehen, hat eine neue Qualität. Wir sind fest davon überzeugt, dass alle Seiten davon profitieren, Schule, Lehrer, Schüler, aber auch die entsprechenden externen Partner, die wir zusammen in die Institution Schule bringen, dass im Sinne einer guten Erziehung und Bildung in den Schulen hier, wir neue Qualitätsstandards formulieren. Und der Satz, die Koalition wird die hierfür nötigen rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, da kann ich nur sagen, das ist Handeln von Politik. Hier ist die Regierung nicht nur aufgefordert worden über den Koalitionsvertrag, sondern sie hat gehandelt, hat die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen und insbesondere Paragraph 5, dann diese Verordnung besagt dann diesen wesentlichen oder beinhaltet diese wesentliche Kernaussage, nämlich Paragraph 5 Absatz 1.
den anerkannten vollen Halbtagsgrundschulen und Ganztagsschulen, hier ausschließlich des Sekundarbereiches 1, Jahrgangsstufe 5 bis 10, wird im Rahmen der Realisierung von Unterricht ergänzende Angebote ein Budget an zusätzlichen Lehrerwochenstunden für die Schuljahre 14/15 und 15/16 in Höhe von grundsätzlich 6.760 Lehrerwochenstunden je Schuljahr bereitgestellt. Das ist praktische Politik, das setzen wir um im Sinne der Zielerfüllung, die ich vorher formuliert habe. Und deswegen, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Kleinkarierte Diskussionen in anderen inhaltlichen Bereichen kann man führen. Ich glaube, auch hier sollten wir das große Ganze im Blick behalten. Wir werden Ihren Antrag ablehnen und konkret an unserem Ziel weiterarbeiten, Ganztagsschulen zu unterstützen. Dankeschön.